Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Outlast. Und ich habe übrigens keine Ahnung. Oh, jetzt steht's da plötzlich. Eben stand da nämlich linke Maustaste. Irgendwas war da eben schiefgelaufen. Ist ja auch egal. So. Nee, nicht so. So. Okay. Was erwartet uns jetzt? Ich habe ja das Gefühl, dass wir nicht so einfach ohne weiteres zurückkommen werden. Aber wer weiß, wer weiß. Oh je. Okay, da war der Weg, wo wir lang gegangen waren. Ach Quatsch, was mache ich denn bloß? Okay. Da war... Mhm. Alles klar. Okay, erstaunlicherweise sieht es ganz gut aus. Nee, hier muss ich nicht lang. Ich muss da hinten lang. Leider. Okay. Kommt hier jetzt doch noch was? Ja, ich weiß, dass ich Veronica finden muss. Ich gebe mir größte Mühe. Was denn? Oh, oh, da hinten. Okay, ich renn mal. Okay. Woher kam ich überhaupt? Problem. Woher kam ich? Ach, Kacke. Ich war irgendwo runtergesprungen. Kann das sein? Wieso kann ich mich immer nicht erinnern, woher ich komme? Da steht einer. Da steht einer. Woher kam ich? Ich war plötzlich hier. Kurzzeitgedächtnis. Hilfe. Okay, da komme ich nicht lang. Aber wer auch immer da ist, er kommt auch nicht. Da ist doch jemand. Ich sehe es. Ich sehe es. Ach, du Scheiße. Das schon wieder. Das kennen wir doch schon. Ich laufe ganz langsam und gemütlich hier rüber. Okay. Das lief doch gut. Alles halb so schlimm. Hui. Man muss nur die Ruhe bewahren. Geht alles wie von selbst. Gucken wir mal, ob hier irgendwo ein Text liegt. Sieht nicht so aus. Ich laufe ganz gemütlich weiter. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Es geht nicht auf und er steht dort. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen soll. Damit kriegen wir die Tür ja jetzt auf. Ach, Scheiße, was soll ich denn machen? Verdammt. Alles ist gut. Wir können befreundet sein, du und ich. Oh. Mein Gott. Ich bin weg, ich bin weg. Gut gemacht. Juhu. So, was haben wir nun hier? Da ist ja jemand. Wer war das? Okay, egal. Wenn er nicht mit uns reden will, wollen wir auch nicht mit ihm reden. So. Oh, der Aufzug. Oh, wir könnten den nehmen. Wir müssen den wahrscheinlich sogar nehmen. Ich probiere diese Tür noch aus. Oh, die geht auf. Vielleicht ist hier noch was Nettes zum Einsammeln. Eine Batterie oder ein Text oder so. Nee. Hier noch irgendwas. Ein Radio. Manchmal ist da in der Nähe ja dann eine Batterie, aber diesmal nicht. Wir sind ja auch ziemlich gut versorgt. Oh. Oh. Hallo? Ist das Vater Morten? Hallo? Hallo? Oh Gott, er sieht nicht gut aus. Er hat keine Nase. Scheiße. Hier kommen wir nicht durch. Na, na, na. Ah, die Tür ist angelehnt. Oh, oh. Aha. Da geht's nicht weiter. Aber hier geht's weiter. Ich guck mal ganz kurz, ob hier noch eine Batterie oder so rumliegt. Oh. Oh. Was haben wir denn da? Noch einen Gläubigen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich nochmal rübergehen soll. Ich weiß nicht, ob es hier weitergeht oder da drüben. Ich guck mal ganz kurz, was hier ist.
Okay. Vielleicht ist hier nochmal ein Text? Oder sagt er was? Ah! Eine Aufzeichnung. Schon wieder diese atmosphärischen Störungen. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Mortens Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre, nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands. Okay. Also geht's da hinten weiter, alles klar. So. Also hier entlang. Oha. Geht das auf? Nee. Okay. Hier sind Toiletten. Die sind ganz normal zum Verstecken. Ganz normale Toiletten zum Verstecken, wie es sich gehört. Wozu sind Toiletten auch sonst da? Okay. Hier ist wieder ein Gläubiger. Einer, der betet. Was haben wir hier? Und noch mehr, die beten. Oh mein Gott. Die sind hier alle ganz außer... Oh, okay. Neue Batterie. So. Was haben wir hier? Ein weiterer... Ja, eigentlich können wir auch mal so machen. Da sparen wir ein bisschen. Oh, da geht's durch. Okay. Ich weiß nur nicht, ob wir hier vielleicht noch was Nettes finden könnten. Einen Text oder so. Schauen wir mal noch kurz. Der Vollständigkeit halber. Batterien haben die hier auf jeden Fall. Ah, da! Nicht rumliegen. Was haben wir denn? Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Wallrider. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Oh my gosh. Hier sind alle sehr, sehr begeistert von... Wow, wieso geht denn das hier noch so viel weiter? Auf jeden Fall ist hier noch eine Batterie. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Und hier geht's nicht weiter, alles klar. Die sind ja sehr fanatisch, was den Warrider angeht. War das hier? Nee, eins weiter? Ja. Super Idee, hier rauszugehen. Okay. Nee, mach ich's gerade richtig? Bewege ich mich? Ich glaube ja. Ich weiß noch nicht... Ah, da. Okay. Da möchte ich also hin. Unbedingt. So. Okay. Was steht da? God hates sickness. Gott hasst Krankheit. Da ist Chapel. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Das sieht so gar nicht gut aus. Ich guck mal einmal kurz. Aber ich denke, es ist wohl unser Ziel, in die Chapel zu gehen. Na gut. Auf geht's. Da freuen wir uns drauf. Ja, ich komme zur Messe. Guten Tag. Ach du Scheiße. Ich hab doch gesagt, dass wir Vater Morton nicht trauen sollten. Aber auf mich hört ja keiner. Das ist er? Wieso? My Job. You alone shall escape the Telfer. This is your penultimate act of witness. Ah. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Oh Gott, wir sollen einfach nur Zeuge sein von seiner Auferstehung. Das ist doch verrückt. Ich nehme den mal. Oh nein, nein. Oh, oh Gott. Die sind ja alle voll verrückt. Hallo, ihr seid ja plötzlich nett zu mir. Ich kann nicht fassen, dass Vater Morton sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat.
Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Naja, eigentlich sollte er das nicht tun. Oder? Soll ich hier entlang? Aha, okay. Also ich würde ihm nicht noch seinen Wunsch erfüllen. Und seine Nachricht quasi überbringen in die Welt. Seine kranke Nachricht. Okay, wo sind wir denn jetzt gerade? Ich muss mich mal kurz... Krass! Was ist? Wieso sind die denn jetzt aggro auf mich? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh nein! Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Mal wieder mein Ich-weiß-nicht-wo-ich-lang-muss-Problem. Ah, okay. Okay. Ah! Nein! Da steht Exit. Aber ich weiß nicht, ob wir da durchkommen. Natürlich nicht. Oh nein! Nein, nein! Nein! Oh, da lang! Oh Gott! Bitte, bitte, bitte! Och Manu, ich weiß nicht mehr! Ah! Doch, das ist gut! Hier irgendwo! Da! Kam er auch von da? Da kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Oh, die Küche. Ich erinnere mich. Nicht. Doch, doch. Ich erinnere mich. Da. Da. Hier. Oh, ist geschafft. Juhu. So. Alles klar. Interferenzen. Na toll. Wo führt uns das jetzt hin? Oh! Hä? Ich? Ja. Hm? Oh, oh, wow, das geht aber tief hinunter. Das sieht nicht wie ein Ausgang aus, wenn man ganz nach unten fährt. Wow. Oh, na toll. Finde einen anderen Weg nach draußen, war ja klar. Was ist das hier? Voll der Megakeller. Was zur Hölle ist das? Das ist Eis? Oh! Oh nein! Oh, okay, es hat scheinbar geladen. Oh, ich dachte eben, jetzt wäre das Spiel abgestürzt. Was hat das denn zu bedeuten? Hm? Was? Ach, das ist die Zentrale der Murkoff Corporation. Warrider-Projekt. Quatsch, das wollte ich gar nicht. Nee, doch, das wollte ich. Unter dem Berg. Scheiße, scheiße, scheiße. Wer auch immer meine Leiche findet, trauen Sie keinem und sagen Sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, das behaupten nur Verrückte. Aber ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt. Und ich habe eine Kamera voller Beweise. Das ist kein Evangelium. Es ist ein absurder Spott. Lassen Sie die Welt wissen, dass das Murkoffs Fehler ist. Begraben Sie diese Bastarde mit meiner verstümmelten Leiche. Scheiße, verdammt nochmal. Was ist hier eigentlich los? Was ist hier eigentlich genau passiert? Was haben wir denn da? Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley. 1818 anonym veröffentlicht. Kapitel 23, Auszug. »Oh Mensch«, so rief ich, »wie verblendet verharrest du doch in deinem Weisheitsdünkel. Genug, ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet.« Zornend, brand und aufgewühlt stürzte ich von dannen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignetere Schritte nachzusinnen. Aha. Hier sind alle voll durch. Geknallt. Oh je, was haben wir denn hier? Hier geht's weiter. Nein! Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Habe ich da nicht eben was blinken sehen? Habe ich mir eingebildet. Hier unten sind auch alle tot. Die ganzen Wachleute. Oh, der Arm ist ab. Oh, ist das hell. Ach so. Oh Mann, ist das hier hell. Das ist aber auch ungewöhnlich hell hier. Ist das eine Tür? Ja, aber die hat ja gar keinen Griff. Da kann ich ja gar nicht versuchen reinzukommen. Ich habe hier ein bisschen Respekt vor diesem Ort, muss ich schon sagen. Hier ist auch so eine Tür, aber... Hm. Ich muss hier lang. Anders geht's ja nicht.
Da ist noch Blut. Oh mein Gott. Scheiße. Was ist hier bloß abgegangen? Das ist ja richtig, richtig so Forschungseinrichtung voll heftig. Was ist das? Kann ich das nehmen? Nee. Oh, sorry, ich bin in das Zeug gelaufen. In das Blut. Was haben wir denn hier? Ah, noch ein Text. Projekt Warrider, Obduktionsbericht, Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten der Murkoff Corporation zu entsprechen. Autor Jennifer Rowland. Meine 14. Autopsie eines Warrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen. Mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon. Aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde, zweifle an meinem Urteilsvermögen, werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung, mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfacheren, mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich aus Spermaproteinen basiert. Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patient 921 getötet, nachdem ihm die Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitig kontraproduktive Wirkung. Scheiße. Es ist alles schiefgelaufen hier. Und es ist schuld, weil dieser Dr. Wernicke mit seinen verrückten Ideen gekommen ist, die aber nicht gut funktioniert haben. Gar nicht funktioniert haben und die einfach zu grausam waren. Na gut, ihr Lieben, ich muss leider aufhören mit dieser Folge. Bin ich ja mal gespannt, was wir hier unten in diesem, ja, Forschungstrakt, der, ich weiß nicht, ob der im Berg eingearbeitet sein soll. Es sieht ja eigentlich aus wie Eis. Ich weiß es nicht. Naja, das werden wir dann wohl in der nächsten Folge von Outlast erfahren. Ich bin schon gespannt. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.